Und hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu dem Lange Reise. neuen versteckten Ort. Du hast das Ende der Welt erreicht. Hier sind Drachen. Ich möchte aber dahin. Gibt's denn keine Abkürzung? Kannst du mal aufhören? Perfektes Wetter für eine Reise. Meilen um Meilen um Meilen. Ja, die ist doch noch nicht das. Warte mal, liegt das? Hä? Das Ende der Welt? Willst du mich irgendwie rollen? Wir hoffen einfach ein Stück so. Oh, wir sind jetzt zum ersten Mal, glaube ich, nachts unterwegs. Jetzt wird's interessant, denn nachts waren wir noch nie irgendwie draußen. Ah, die Atmosphäre. Oh, das sieht so geil aus mit dem Mond. Da hinten ist was. Wie weit man das einfach schon hört, vor all dem. Da ist auch was. Ach, nur ein Wolf, ne? Den können wir lassen. Der ist ja alleine. Versteckter Schatz. Seltsam. Notizen eines Spions. Also hier für die, die es interessiert, die können es jetzt pausieren und lesen. Ich werde ein bisschen hier runterscrollen. Ja. Dieser Törsk, oh, das war eine Quest. Gott, sind da viele Wölfe. Gut, dann können wir nicht wieder weiter. Okay, ihr wollt sterben. Hier drauf. Und weiter geht's. Okay, ich habe jetzt echt gedacht, hier kommt was Spannenderes. Aber naja. Banditenlager. Da gehen wir hin. Ich habe ja auch mal gelesen in den Trophäen, dass man irgendwie Monster auch mit, ja, mit Insekten oder sowas töten kann. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß zumindest, dass ich auch noch ein bisschen in meine Zeichen skillen werde. Denn. Ach ja, haben wir ja mal Schwert abgelegt. Haben wir gerade so gefragt, warum da Schwert da liegen, aber da ist mir wieder eingefallen. Ja, also man kann auch Zeichen verstärken und bei dem einen. Das war knapp. Bei dem einen Zeichen gibt es dann einen Bonus, dass du deine Gegner auf deine Seite bringst. Und sie dann kurzzeitig für dich kämpfen. Öffnen. Was passiert jetzt? Weil dann Sequenz. Okay, einfach gar nicht. Hey, wir sind jetzt in keinem neuen Gebiet, aber. Ich verstehe es einfach nicht. Oh, ein Monsternest. Ich
schlecht. Komm her, du Ghoul. Oh, jetzt wollte ich gerade angreifen. Das war jetzt ziemlich blöd von mir. Okay, ich merke schon, draufhauen. Ich sollte mir jetzt echt mal einbringen, dass einfach nur stumpf draufhauen nicht funktioniert. Ich muss viel mehr mit Ausweichen und Blocken arbeiten, als ich gedacht hätte. Schnell, wir einfach gerade regenerieren. Warum? Mal wieder ein Ort immer. Aber erstmal, ja, Alchemie. Ich brauche nicht mal so eine Bombe. Und ich hoffe mal, die bleibt jetzt als Rezept. Wäre eigentlich ziemlich blöd, wenn nicht. Hä? Wieso kann ich jetzt die andere Bombe nicht nochmal herstellen? Jetzt mal im Ernst. Das muss ein Ort der Macht sein. Okay, jetzt kurz quasi haben die Bombe jetzt dauerhaft, oder wie? Okay. Okay, oder man kann jetzt, oder man hat zwei bei der Herstellung. Oh, zack, du hast Fertigkeitspunkte erhalten, easy. Und welche Zeit? Quen, aha. Jetzt mal kurz gucken. Charakter, sind wir bereits in Level aufgestiegen? Noch nicht, wir haben aber 3 Punkte zur Verfügung. Ey, das gibt's nicht. Ach, Mensch. Ich sehe schon kommen, wir können dann skillen, 70 Punkte. Und der soll uns jetzt das Level abgeben, wenn das so beim letzten Mal wird. Zeit zu sterben. Ja, Stufe 4, na bitte. Wenn du jetzt nochmal 3 Punkte gegeben hast, dann. Nee. Also, dann ist auch mal Schluss mit dem Guten. Charakter. Okay, nein. Ich bleib bei meinen 3 Punkten. Das finde ich gut. Und jetzt wollte ich im Allgemeinen noch weitermachen. Und zwar das hier nehmen, dass wir tagsüber mehr mehr Vitalität regenerieren, denn das ist sehr praktisch. Und ich möchte auch ausrüsten. Ja, ansonsten könnte ich jetzt noch machen hier, dass wir durch leichte Rüstung Schaden erhöhen und alles. Aber das ist jetzt erstmal nicht so relevant. Wir sind auf jeden Fall schon mal Stufe 4. und machen ja auch ein bisschen weiter. Und zwar laufen wir nun... Wir können jetzt echt hier einmal so kurz zu Schluss machen. Na gut, da oben müssen wir uns einmal hin teleportieren, würde ich meinen. Den verborgenen Schatz holen wir uns aber nicht. Obwohl, können wir eigentlich doch machen. An sich hält mich nichts. Es hat an sich kurz quasi nur tauchen und dann looten. Und halt ein bisschen aufpassen, dass man nicht den ertrunkenen Stufe 10 in die Arme schwimmt. Ich wollte gerade sagen, ins Gesicht läuft, aber man schwimmt halt unter Wasser. Warum liegt hier eine Leiche? Das ist sehr komisch. Kriegsgebiet, wirklich, schon wieder. Ja, wo werden denn eigentlich keine Leute hangen? Das ist einfach ziemlich makaber und bescheuert. Also. Oh, Ohren, Kronen und Floren. 3 verschiedene Währungen. Easy. Ach ja, haben angefangen. Oder? Okay, eine Warnung. Da unten hast du auch unser Item. Noch ein Monster. Okay, warte. Jetzt erstmal. Alchemie. Jetzt dürfte ich es ja nochmal herstellen können. Da stand ja, dass man Bomben oder so wieder auffüllen kann. Und ich hätte es echt lesen sollen, denn ich finde es nicht. Kann man hier irgendwie jetzt sagen, ich will neue haben? Warte, das muss ich mir hier einmal gucken. Wegwerfen, sortieren, Bereich wechseln, bla bla bla. Okay, ne, kann man nicht, aber. Vielleicht stellt er auch automatisch schon einer her, wenn ich die Zutaten dafür habe. Will ich hier kämpfen? Ach, YOLO. Ein Ghoul-Nest.
Ich muss es zerstören. Na, wie lange soll ich noch warten? Okay, ganz kurz. Ich habe was gegen Nekrophagen und Ghule sind, soweit ich jetzt mitbekommen habe, Nekrophagen. Oh Gott, ey, das ist jetzt mit dem Ausweichen, ne? Ich wollte gerade sagen, wir schaffen den Kampf bestimmt auch mal ohne hierbei drauf zu gehen. Der eine hat gerade seinen Kopf verloren. Ist aber nach rechts hinweg geflogen. Sah ziemlich lustig aus. So, jetzt wird's interessant. Du hast nicht die richtige Bombe. Willst du mich verarschen? Intention auswählen. Wieso kann ich dich denn nicht herstellen? Ich muss es zerstören. Ich hasse es. Hallo? Zerstört hier von irgendwas Nester. nö. Nö und nö. Geil. Hasse es. Wieso darf ich dich jetzt nicht nochmal herstellen? Jetzt im Ernst. Wirkdauer. Blendet Gegner. Es zerstört Monsternester. Ja. Wegwerfen. Wenn ich dich jetzt wegwerfe, kann ich dann? Ja. Kann ich dich dann nochmal neu herstellen oder habe ich jetzt für immer diese Bombe verloren? Ist jetzt nicht mehr in meinem Inventar, aber. Ah, doch. Okay, also einfach wegwerfen, das geht am schnellsten. Oh, da war ein Ring. Hat sich richtig gelohnt. weiter geht's. Und zwar... Ja, dahin. Banditen, die sich temerische Soldaten im Verstecken sehen werden. Alles klar. Also es steht da nochmal. Die habe ich, glaube ich, auch schon alle gekillt. Ich frage gerade irgendwas. Ist doch irgendwas rot markiertes. Was ist das? Keine Ahnung. Ich werde dem jetzt aber nicht hinterhergeistern. Hier ist nämlich nichts. Das war's. Das war's ein Gegner. Banditenlager. Jetzt bist du dran. Komm schon, komm näher. Ich bring dich um. Ja, du willst mich umbringen? Okay, dann fang an. Ich warte, ich warte. Ich werde jetzt mich umbringen. Also, so wird das aber nichts, mich zu töten. Dann musst du noch dran arbeiten. Ich frage mich, ob es in dem Spiel einen Unterschied macht, bei welchem Händler ich auch was verkaufe. Das wäre ja auch schon was. Ich meine, wenn ich jetzt bei einem normalen Gemischwarenladenhändler, nehmen wir es mal, was verkaufe, dann macht das, glaube ich, keinen großen Unterschied. Wir laufen jetzt erstmal wieder zum Dorf. Das wäre jetzt links von mir. Folgen aber dem Weg, oder? Das Weg folgen die richtige Devise. Nee, rechts. Also kurz quasi in dem Winkel und dann go.
wollen jetzt nicht drauf gehen. Also wir haben so eben den gesamten Wald von Banditen befreit. Kein Thema. Mache ich gerne öfter. Hier ist einfach wieder nichts. Sieht ja doch schon so geil aus. Diese weißen Blätter und dann noch mit dem Mondlicht. Oho. Wunderbar. So müssen halt Open-World-Spiele aussehen. So richtig schöne Atmosphäre. Allein schon die Umgebung muss geil sein, ja? Ganz im Ernst, also da hatte Witcher schon mal für mich einen super Pluspunkt. Ich finde, das sieht einfach nur Hammer aus. Was willst du? Ich möchte mich auch eigentlich gerne mal so mit Wachen anlegen, aber ich habe das Gefühl, wir haben mich hardcore hatte. Also nachts bekommen wir eine Ausdauerregeneration 1 pro Sekunde außerhalb im Kampf, war das glaube ich. Und tagsüber kriegen wir halt erst Leben. Wurde es immer noch am Schmieden. Bisschen spät, ne? Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was? Ja, jetzt überspringen wir es. Ich will das nicht nochmal hören. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Aber natürlich hätte er jetzt sagen müssen, aber naja. Genau, die sind 1 mehr wert. Ja, so bescheuert. Das ist ein rostiges Belena-Schwert. Ich dachte schon, irgendwie so eine Übungswaffe oder so. Wie viel sind denn eigentlich hier deine Bomben mehr? Ach, die haben keinen Verkaufswert. Okay, na dann, ja. Wie ist denn der Ring hier ein sich wert? Aha, goldener Rubinring. Aber ich glaube, den werde ich zerlegen. Für Zutaten. Also wir haben doch schon sehr, sehr viel Müll. Beziehungsweise krass viel für Alchemie und Co. Ja gut, dann Handwerk. Ja klar, die könnte ich jetzt machen. Die sind aber schlechter als meine Handschuhe, also wären sie sogar. Wird sehr schon vor Ausrüstung entgegenstellen. Wir haben doch irgendwie so ein Schwertrezept gefunden. Kann man das jetzt hier machen oder nicht? Du machst also keine Waffen, scheinbar. Also gar keine. Ist ein bisschen blöd, aber naja, das Zidauscher, Katwenischer, Gamson, ja gut, Heft, Co, Jägerhose, Leinen, Leder, nee, reparieren. Wieder mal die ausgerüsteten, Ausrüstungsgegenstände, ja, zerlegen, den Ring. Für Goldklumpen und nur Mobil. Jo. Machen wir sogar. Meteoriert Silberbarren. Krass, kann ich ja nicht. Die Einzelteile zeigen. Wie viel Gold der einfach hat. Es ist so krass. Ist halt einfach reich, der Typ. Das ist krank. Der hat über 800. Ja, der kann sich ein super Leben kaufen und schmiedet dann einfach immer noch. Oh, neue Quest. Aber ich habe scheinbar keine Quest bekommen. Also, einfach nur Infos. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir da unten hin. Reisen wir aber auch, glaube ich, hin, weil das ein bisschen schneller geht. Obwohl, wie ein Ladebildschirm? Nee. Besonders muss ich da lang, merke ich gerade. Der Hexenkirche. Ja, weiter geht's. Können wir nicht unsere Fackel benutzen? Ja, können wir sogar echt. Okay, da wollte ich gar nicht wissen. Okay, was auch immer das gerade für ein Move war. Richtig krass am Dancen. Bär? Dich mache ich. Oh fuck, falscher Zauber. Irgendwie.
Okay, jetzt können wir auch nochmal gegen den Bär kämpfen. Das hätte jetzt wehgetan. Was denn? Verlieren wir die Nerven? Ja, mein Bär gerade gekillt. Easy. Ist wenigstens noch was fallen? Genau, Beerensachen. Warum auch nicht? Und rohes Fleisch. Wow. Ich würde das halt gerne irgendwie braten oder so, dass man einfach ein bisschen gebratenes Fleisch, aber ich weiß nicht, wie man das macht. Okay, das kann man scheinbar nicht. Ein schade, so Essen so zu jagen, wäre doch schon geil. Da ist eine Pflanze, auf die ich mit. Pilze. Ah, und komme ich hier hoch? Yo, als ob ich gerade so hoch In der Witcher kann man richtig lustig Berge erklimmen. Es regnet angeblich, sie hat keine Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Na, halten Sie mir da hier, hört sich gut an. Du hast einen Fertigkeitspunkt erhalten und jetzt haben wir noch Zeichen Intensität erhöht. Oder? Ja, Quen. Einfach kein Gegner, der das bewacht, krass. Nächster. Ja, ansonsten ist nur noch im Norden was. Das hat eigentlich schon ganz cool, so einfach sowas versteckt. Wie ein Monsternest, wirklich. Nee, okay. Banditen. Wie lange soll ich noch warten? Brennen. Dein Arsch gehört mir. Hey ho. Au, das tat weh. Hat er blieb. Autsch. Jo, wie viel einfach war. Ich lese mir das aber auch jetzt nicht alles einzeln durch, weil das ja ewig dauern würde. Okay, also über Feuer laufen tut weh. Na gut zu wissen. Wetter, ich will doch noch looten. Auch wenn es meistens so Plunder ist, den kann man super verkaufen und damit reich werden. Ja, jetzt heißt es eigentlich nur noch nach Norden laufen. Wir sind schon mal Stufe 4. Ich finde, das hat sich richtig gelohnt, ehrlich gesagt. Schleifstein. Hier dahin. 500 Meter. Na dann rennen. Geraldus. Ja, der hat sich jetzt ziemlich blöd positioniert. Mit dem Rücken zu mir zu stehen, ist nicht gerade so klug gewesen. Und weiter geht's. Weißt du, hier gibt auch bald keine Wölfe mehr, wenn ich so weitermache. Das wird lustig. Hallo. Gut, das machen wir doch nicht. Ich hätte es aber echt gern getan. Hm.
Ein Pferd. Einfach so. Warum nicht? Ich finde, die Stimmen sind super gut gemacht, ja. Also, wenn man sich das jetzt anguckt, ne? Lauf. So, hier nochmal zum Craften für Alchemiezeug. Da war auch noch was. Ja, okay, der doch nicht. Sah nur so aus. So, Schleifstein erreicht. Hier war doch das eine leergeräumte Dorf, wo wir wieder das Menschenleben hineingebracht haben, oder? Gegenstände wurden aufgewertet. Easy. Einfach mal sagen, wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und vergesst nicht, das Video zu bewerten, einen Kommentar dazu lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Und ciao.